Ja, auf unserer Wanderung durch Österreich haben wir einen ganz besonderen Schatz entdeckt. Versteckt oben auf der Sonnenterrasse hinter Goldegg in Goldegg-Weng haben wir die Kramerstube entdeckt. Ein wunderbarer Laden von nah und frisch und im Hintergrund ein Kaffeehaus, wo wir jetzt gerade großartig gefrühstückt haben. Und die Karin ist die Initiatorin von diesem Projekt. Und ja, vielleicht kannst du uns sagen, warum genau hier so ein Konzept Laden und Kaffeehaus oder Restaurant? Ja, das hat sich irgendwie im Laufe der Zeit einfach ergeben, weil ich vorher schon im Laden bei Ostern gearbeitet habe und die Menschen voll gerne hergegangen sind und Kaffee getrunken haben und Bier getrunken und zusammengesessen. Und irgendwie hat sich das dann ergeben, dass ich die Idee gehabt habe. Die Räumlichkeiten waren natürlich auch schon da. Das hat mir halt gut gefallen, so die Vorstellung, wie ich so gehabt habe. Es ist auch so warm, wie man es vorgestellt hat. Und das ist ja ein besonderer Eigentümer, auch der Georg, ja, der das ja unterstützt, oder? Ja, der genau, dem so Sachen auch wichtig sind. Ja, schon sehr. Also das habe ich auch davon her, weil das war unten schon so im Kleinen gekommen und das hat er voll unterstützt. Also total. Da immer geschaut, dass die Leute herkommen und eben so mit Werbung. Und das habe ich jetzt so quasi übernommen, halt ein bisschen größer. Uns sind ja Begegnungszonen auch ganz wichtig, weil man könnte halt so viel online bestellen und braucht überhaupt keinen Begegnungspunkt mehr. Und Goldegg-Weng ist ja eine kleine Einheit. Ja. Und dennoch aber Kramer Stuben, sagt ja der Name schon, der Kramer und einmal die Stuben, eine wunderbare Kombination, oder? Ja, das stimmt. Ja, eigentlich, das habe ich so erinnert. Ja, stimmt eigentlich. Ja, nein. Das taugt mir früher so. Also, dass ihr jetzt da seid, das taugt mir auch viel. Dass ich die Kinder lernen darf, ist es echt, das hat schon viel gut. Das sind eben die Zufälle, weil wir haben ja keinen Plan, wir suchen ja Schätze und haben den deshalb auch entdeckt, weil wir eben keinen Plan haben. Auch ganz, ganz interessant. Und das Nahen Frischkonzept, was wir von Hannes Wuchterler wissen, gibt auch viel Raum für regionale Produkte. Das heißt, ihr kennt ja wirklich. Wie nennen Sie das? Direkt vom Bauern abbezogen? Ja, genau, das darf man da. Das darf einfach die anderen da nicht so. Und das hat mir da so gut gefallen, dass ich das, ich weiß nicht, vom Bauern, da kommt der Fleisch her, da eben vom Bäder, die Essig. Ja, genau. Und viele verschiedene Sachen, von St. Hanlaufer, ein paar Sachen. Da sind keine Grenzen, das darf man. Das hat mir so gut gefallen. So ein Wunsch an die Bevölkerung. Karin, was war denn der jetzt? Wir haben das erlebt, sauberhaft. Was möchtest du die Leute sagen von dir aus? Ja, ich feiere es halt, wenn sie das so nutzen, dass sie gern zu mir kommen, weil es gemütlich ist und ja, dass sie reden können, dass sie sich treffen können. Und das will ich halt ermöglichen. Das taugt mir, wenn sie das so sehen. Gregor, du bist ja Weltenwanderer. Was hast du viel erlebt? Was ist denn das Zauberhafte für dich? Ganz einfach, es ist ein Ort der Begegnung, wo einfach Begegnung wieder möglich gemacht wird. Wir brauchen Räume, wo wir uns begegnen können. Und das ist der wahre Zauberort. Es gibt nur sogar Zapfbier im Kramerladen, also wo gibt es das? Das ist einzigartig. Ja. Und ich finde es so schön, dass wir da sein dürfen. Und wir wünschen dir von Herzen alles Gute, dass das aufgeht, dass das ausstrahlt in ganz Österreich und dass das richtig abhebt und mit dieser Energie ein echtes Modell der Zukunft und deine Herzlichkeit, danke dafür. Ja, ich danke Ihnen auch, das freut mich so, es ist echt cool, danke für euch, dass du da seid und dass wir diese möglich sind. Alles Gute, danke dir.